Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video soll es einmal darum gehen, wie wir ganz einfach bei Steam die Option aktivieren können, dass FPS in Spielen angezeigt werden und so. Das ist direkt in. Sorry, das ist. Boah! Was ist da jetzt los? Dass es direkt in jedem Spiel automatisch angezeigt wird. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich sehr über ein Like und Abo freuen. Was ist da gerade los? Ja, euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude. Also lasst gerne ein Abo und Like da. Jetzt starten wir direkt, indem wir Steam starten. Ganz normal. Wenn wir dann Steam gestartet haben und uns angemeldet haben, gehen wir hier links einfach oben mal auf Steam und dann auf Settings bzw. Einstellungen. Und dann beim dritten Reiter gehen wir einfach mal auf In-Game, weil ich kann aber genauso gut im Spiel stehen, wenn ihr das Ganze auf Deutsch habt, ganz egal. Und hier müssen wir dann bei In-Game FPS Counter das Ganze auf On stellen. Also hier können wir auswählen, wo das Ganze platziert werden soll. In meinem Fall will ich das hier Top Left haben und können hier rein theoretisch auch noch eine High Contrast Color wählen. Mache ich jetzt aber nicht, mir passt das so. Und wichtig, was viele vergessen, hier oben müsst ihr das Steam Overlay while in-game einmal anschalten, weil nur dann wird das Ganze auch aktiviert und nur dann könnt ihr das Ganze sehen. Wenn wir das Ganze hier dann eine Position ausgewählt haben, wo wir das haben wollen, können wir auch schon auf OK drücken und dann wurde das Ganze auch schon gespeichert. Jetzt können wir ein Spiel unserer Wahl starten und das Ganze sollte aktiviert sein. Genau. Wenn das bei euch geklappt hat, gerne Like, Abo und Kommentar da lassen. Wenn nicht, dann unbedingt einen Kommentar da lassen, dann finden wir sicher eine Lösung. Ansonsten war es das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.